So sah die Welt vor Hunderten von Millionen von Jahren aus. Es gab nur einen großen Kontinent. Und weißt du, was das ist? Der Mond. Bald zeige ich dir den echten. Versprochen. Die ganze weite Welt wirst du erkunden können. Alles wird dir offen stehen. Auch der Mond. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode Death Stranding. Jetzt hat sich hier gleich zum Anfang diese Sequenz eingeschlichen. Da war mir jetzt beim, das musste ich jetzt beim Schneiden so ein kleines bisschen improvisieren. Deswegen melde ich mich jetzt erst zu Wort. Wir haben zu Ende des letzten Videos einiges an Fracht abgegeben und haben uns jetzt zwischen diesen zwei Videos so ein kleines bisschen auch noch informiert, noch ein paar Sachen hin und her geschoben, ein bisschen Fracht noch wieder aus dem Gemeinschaftsfach rausgenommen und wieder hier eingeliefert. Ein bisschen uns damit beschäftigt, auch noch ein paar E-Mails gelesen, wir waren duschen und so weiter. So. Was wir jetzt tun, ist wieder ans Terminal gehen und uns unsere nächste Aufgabe holen. Wenn es denn schon eine gibt. Gibt's doch keine, oder? Lieferung einer Stromversorgungseinheit für den Windpark. Baubrücke? Okay, das ist so eine kleine Nebenmission, würde ich fast mal behaupten, ne? Du hast beim Ausbau des chiralen Netzwerks Großes geleistet. Aber um es bestmöglich nutzen zu können, brauchen wir mehr Energie. Wir brauchen noch ein paar Abschnitte, bevor wir auch die nächste Stadt anschließen können. Sobald dieser Windpark Teil des chiralen Netzwerks ist, können wir die von ihm erzeugte Energie durch den Strand leiten. Anders als bei konventionellen Übertragungsmethoden, ohne Verluste. Wir können ferne Regionen mit Energie versorgen und dortige Einrichtungen als Umspannwerke nutzen. Du wirst ein wichtiges Teil liefern. Es sollte bereits gedruckt sein. Bring es zum Windpark und uns damit ins Geschäft. Ich frage jetzt, ob wir dafür nicht zuerst die Brücke brauchen. Ja, die wird ja hier gebaut. Guck mal. Wahrscheinlich müssen wir erst die Brücke bauen, um dorthin zu kommen. Nehme ich auch ein, ja. Machen wir also das zuerst. Ja. Hey Sam, tust du mir einen Gefallen? Es muss eine Brücke gebaut werden. Über einen Fluss direkt vor diesem Verteilerzentrum. Zum Durchwarten ist er zu tief. Wir brauchen eine dauerhafte Lösung. Das Fundament wurde schon gelegt. Und alles, was du ansonsten brauchst, müsste auf Lager sein. Du musst nur das restliche Material zum Konstruktionsbereich bringen und damit die Brücke fertigstellen. Sollte da draußen doch nicht genug für unsere Zwecke sein, musst du den Rest selbst beschaffen. Okay. Ich weiß, du hast im Moment viel um die Ohren, aber denk dran. Diese Brücke wird auch dir das Leben erleichtern. Ja, ja, das machen wir zuerst. Ja, das sollte nicht so schwer sein. Wenn wir Glück haben, alles haben. Wenn wir Glück haben, kommen wir auch gar nicht großartig in Kontakt mit GDs. Machen wir erstmal die Mission und dann wählen wir die andere. Wir sehen jetzt da auch, sehe ich gerade auf der Karte, wir sehen jetzt auch diese Mule-Gebiete, ne? Ja. Wobei das oben, wo wir gewesen sind zuletzt, das haben wir ja eigentlich freigemacht von Mules. Das dürfte ja, aber eigentlich... Aber da ist immer noch ihr Lager und der Briefkasten. Vielleicht kann man die irgendwann erobern oder so und sie zu seinen eigenen Lagern machen, wer weiß. Jetzt schauen wir erstmal nach der Brücke. Die ist nämlich extrem wichtig, damit wir nachher zum Windpark kommen. Wie gesagt, der Fluss ist an der Stelle zu tief, um ihn zu durchwarten. So. Und dass wir gerne mal weggespült werden, haben wir ja auch schon gesehen in einem der letzten Videos. Wir brauchen hauptsächlich das Material für die Brücke. Danach können wir ja rein theoretisch... Metalle brauchen wir 800 Stück. Genau, 800 mal Metall. Und wenn wir das erledigt haben mit der Brücke, können wir ja rein theoretisch nochmal zurück ins Verteilerzentrum und ein bisschen was unterwegs Aufgesammeltes wieder reinbringen. Und ich gehe davon aus, dass wir unterwegs
Sachen sammeln werden, denn ja, es wird ja sicherlich. Wir waren ja schon dort drüben. Was? Es wird nichts mehr sein. Schauen wir mal. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wieder was da liegt. Vielleicht verlorene Fracht von anderen. Jetzt gehen wir erstmal hingucken, ob wir genug Material haben. Müssen wir ja. Aber reichen. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Ja, danke. Okay, Sam. Begib dich zum vorgesehenen Konstruktionsbereich für die Brücke. Das Fundament sollte schon vorhanden sein. Mit deiner Hilfe ist das Ding im Handumdrehen fertig. In der Nähe sollte ein Terminal sein. Dort kannst du zusätzliches Material einreichen. Ja, ich sehe es. Da ist es sogar schon. Also wie ich sagte, direkt vor der Tür. Das heißt, mit GDs haben wir jetzt erstmal nichts am Hut. Das ist toll. Aber vielleicht auf der anderen Seite. So. Ja. Hier sollte ein Terminal sein. Ja. Dort kannst du weiteres Material einreichen. Okay. Funktionsmenü. Gedrückt halten. So. Vollenden. So, vollenden. Wo steht. Ah, hier. Vollenden. Konstruktion vollenden. Alles klar. Genau, die Metalle. Ah, jetzt sieht man hier schon, wie die Brücke nachher aussehen wird. Oder soll. Vielleicht. Gegen später kann man da auch noch unterschiedliche Arten von Brücken bauen. Aber nur vielleicht. Also Metalle 200, nochmal 200. In dem Fall haben wir nicht genug dabei, ne? Ja, wir brauchen 800. Trotzdem aus. Also umladen, nicht wahr? Mehrere auswählen. Material hinzufügen. Ja, da hört es bei mir schon wieder auf. Ah. Habe ich da jetzt was gemacht? Bestätigen, X gedrückt halten. Okay. Diese Drucker, ey. Das will ich auch haben. Wenn das Auto kaputt geht, machen wir einfach ein neues. Le Bridge? Was heißt Brücke auf Französisch? Was heißt Brücke auf Französisch? Das weiß kein Mensch, gell? Höchstens ein Franzose. Aber ich kenne keinen. Okay. Super. Awesome. Natürlich. Gut, da hat jetzt auch nicht viel passieren können. Das 400 waren schon dort. Das war jetzt schon zum Teil gebaut. Deswegen okay. Haben wir nicht alles gebraucht. Weiter geht's. So, ist ein nach wie vor fähiger Frachthelfer. Das wird sich bestimmt noch demnächst bessern. Bridge ist zufriedengestellt. Sehr schön. Super. Weiter geht's. Bravo, gehen wir wieder zurück, die andere Mission annehmen. Diese Brücke wird vielen Menschen das Leben erleichtern. Sicher werden alle Reisenden und Booten, die durch diese Gegend kommen, von ihr profitieren. Achte auch auf andere Stellen, die eine Brücke gebrauchen können. Schauen wir mal. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Bitte, Randlein. Alle Waffen, Anzug, Befehle, Randlein. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Können wir die andere Mission an? Sam, ich habe wieder was für dich. Oh Mann. Eine weitere Lieferung und einen weiteren Knoten. Schau am Terminal nach, wenn du Zeit hast. Ja, klar. Annehmen. Machen wir aber erstmal das mit dem Windpark. Erstmal den Windpark, genau. So. Stromversorgungseinheit Windpark. Das ist ja alles, oder? Hier ist ja nichts weiter. Ja. X gedrückt halten. Also mal musste nur einmal drücken, mal musste gedrückt halten. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Das hier auch gedrückt halten. Erstmal muss ich runter, ne? Genau, das kann man auf den Rücken nehmen. Alles umladen, oder wie? Ich habe nur einen zurück. Ja. Okay, so.
So, lass mich mal kurz überlegen, ja. Was nehmen wir mit? Brücken, Windpark. Was könnte da jetzt passieren? Haben wir noch unsere Ex-Granaten? Haben wir welche dabei? Würde mal. Da haben wir eins. Vielleicht nehmen wir dann noch eins mit. So ein Briefkasten wäre vielleicht nicht schlecht unterwegs. Hm? Mal gucken, ob wir vielleicht auf einen stoßen. Wenn nicht, dann bauen wir vielleicht einen hin. Ist vielleicht gar nicht so übel. Kletterverankerung haben wir noch da. Würde ich auch eine mitnehmen? Genau, eine Leiter da auch. Haben wir schon zwei da. Haben wir schon zwei, okay. Leiter? Wo ist Leiter? Haben wir auch eine. Eine reicht, glaube ich. Ja. Und Moment, noch einmal kurz alles ordnen. Und dann brechen wir auf, oder? Ja. Vielleicht nochmal speichern. Auftrag zugewiesen. Ja. Wir speichern noch einmal ganz kurz. Weil mittendrin, wenn was passiert, können speichern. Wir ja nicht. Speichern. Noch falls wir uns wieder verlaufen sollten oder sonst was. Laufen oder es kommt wieder ein Haufen schwarzer Teer, der uns umzingelt und ein Riesenwal und sowas. Was haben wir denn jetzt eigentlich geladen, sage mal? Wir haben 125 Kilo maximal und 60,5 haben wir schon, okay. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Angenehme Reise, ja. Ich danke euch. Bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben. Über die Brücke. So. Und dahinter, das sieht man schon da, wo die Tannen sind. Da müssen wir hin. Da, durchs Gebirge. Oh! Da hat jemand gepieselt, aber viel. Der hat echt viel dabei, ja. Also der hat eine Weile nicht gepinkelt, ne? Der rist hart. Huh. Nachdem du Likes versendet hast, musst du eine Weile warten, ehe du demselben Objekt oder Individuum mehr Likes geben kannst. Ja, das ist ja wurscht. Ist gut, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Vielleicht, weiß nicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Tut mir leid, wollte ich nicht. Ich wollte nur schnell über die Brücke. Aber ist ja Gott sei Dank nichts weiter passiert. Naja, außer dass die Kraft nicht bestätigt ist. Wir haben ein Spray dabei, oder? Nee, das wollte ich jetzt echt nicht so. Überall machen sie Pipi hier, die Leute. Kristalle auch unterwegs, immer mitnehmen, haben wir festgestellt. Die sind auch nicht schlecht. Aber ich fürchte, jetzt kommen gleich wieder ein paar GDs. Ich habe schon so ein komisches, laues Gefühl. Wenn es da oben auch schon wieder so neblig wird. Kleinigkeit essen. Wir haben uns jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen verletzt. Na bitte. Da oben ist auch schon wieder so ein Schild. Ja, aber geh lieber mit zur Fracht. Fracht? Nein, nein, alles. Dreh dich um. Da hoch. Da oben. Da ist noch. Ah ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist der Wegpfosten, oder? Weiß ich nicht, ich muss immer scannen. Ja. Scannen wir es mal. Scannen. Also so. Mit L1. Den dann. Jetzt regnet es wieder. Was mache ich jetzt? Mit dem Scannen. Hey, hey, hey. Versuchen Fracht, ja. Okay, da oben ist wieder so ein rotes Schild, sehe ich auch schon oben links. Das heißt, da sollten wir vielleicht von fern bleiben. Ja, wir müssen da nicht. Ja, aber vielleicht können wir es irgendwie umgehen. Nee, das Regen, ja. Ja, aber halten wir uns vielleicht links Richtung des Smileys da, oder? Eher links halten, würde ich sagen. Das nochmal? Da kommen wir auch vorher noch zu dem Windpark, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? Oder wo ist der Windpark? Dann auch noch hin, würde ich sagen. Verlorene Fracht ist ja auch noch und dann gehen wir hier hoch. Ja. Okay. Wir können aber hier hochklettern und dann da hin.
so lange Regen aufhalten. Da ist auch so ein rotes Schildchen. So, sieht schon mal ganz gut aus. Man muss immer den Stein schon aufpacken, der kann schon drüber stolpern oder sowas. Das haben wir vorher auch gesehen, so über den kleinsten Stein kann man nicht mehr stolpern. Je mehr er hat, desto schwieriger wird es. Also muss man drüber klettern oder ausweichen. Nicht aufhalten, nicht lange aufhalten, nicht so weiter. Ist alles kaputt. Und guck mal, da ist dieses Kraut, dieses Sandalenkraut. Aha, schauen wir uns mal an. Na bitte. Ja, liegt auch ein bisschen Kraft auf dem Weg. Super. Das Kraut nehmen wir auch gleich noch mit. Ja, und da kommt ja auch ein Briefkasten. Mach mal Kraut da rein. Genau. Ah. Also, falls die Schuhe mal kaputt gehen, kann man das als... zum Reparieren nehmen, oder? Genau da. Jetzt noch mehr Kraut. Und da sind Metalle. Hier rechts öffnen und jetzt nochmal Kraut. Na bitte. Wieder einer hingepieselt. Das regnet. Ja, ich weiß, dass es regnet. Du musst nicht machen, das regnet. Okay. Naja, aber die Sachen gehen halt alle kaputt. Und rechts war noch was. Ich bin gerade vorbeigelaufen. Nee, da ist doch, ja. So, noch mehr Sandalenkraut. Also vielleicht erstmal zum Briefkasten, oder? Gleich, noch schnell das Sandalenkraut, bin eh schon auf dem Weg. Und dann gehen wir an den Briefkasten. Briefkasten. Und die Sachen da abgeben können, bevor sie noch mehr Schaden nehmen durch den Regen, oder? Mhm. Da können wir allerdings auch noch diesen leistungssteigernden Getränkebehälter holen. Mhm. Wenn wir schon. Hier in der... Oh, wer ist denn das? Oh, hast du das gesehen? Das sieht... Hallo, zu dem? Zu dem Herrn? Geh mal hin, geh mal jetzt zum Briefkasten. So. Genau, liefern. Liefern. Super. Jetzt einfach bestätigen, gedrückt halten. Okay. Sollen wir das vielleicht... Ah, ne, es ist schon rum. Okay. Weiter, weiter. Weiter. So. Überspringen. Super. Dass es einfach ein bisschen schneller geht hier, überspringen wir das ein bisschen. So. Wenn du mal nach rechts oben guckst, ist auch noch was. Der zeigt mir, dass ich das Ding hier benutzen soll, oder wie? Jetzt ist er weg. Rechts oben. Wie viel Gewicht haben wir denn jetzt drin? Haben wir jetzt gar nicht mehr drauf geachtet, nachdem wir geliefert haben. Ich muss immer ein bisschen umgucken, immer um 30. Okay. Gleich wieder abgeben, ne? Kristalle können wir noch nehmen, die liegen quasi auf dem Weg. Abgeben. Okay. So richtig schwer. Richtig schwer, was wir jetzt aufgesammelt haben. Ja.
okay. Ist leider beschädigt. Ja, macht ja nichts. 5% waren es, gell? 5% Schaden. Mhm. Nicht so viel. So. So. Dranbleiben. Wie ist denn das gemeint? Bitte dranbleiben. Bleiben Sie dran, am Telefon. Liefern. Wahrscheinlich am Liefern. Nur bitte. So. Das ist ja nochmal so ein Briefkasten, oder? Mhm. Zu viele sind ja auch nichts, oder? Aber gut, wenn dir jemand anders. Nee, das war der Hancock tatsächlich. Das ist für dich. Okay, Gewicht schon wieder relativ hoch, ne? Fast 80 Kilo. Gleich rein damit. Freuen die sich? Das ist die Frage, wenn man hier aus dem Gemeinschaftskasten was nimmt, ob man dann auch das gleich wieder abgeben kann. In dem Gemeinschaftskasten meinst du? Wäre ein bisschen verarscht, mal ne? Schauen. Ich probiere es mal aus mit sowas ganz Leichtem. Probier's mal aus. Ja. Genau, jetzt quasi liefern. Nee, doch. Was? Ja, das geht auch. Du kannst Sachen da rausnehmen und gleich wieder da abliefern. Ja. Und das bringt dann Punkte. Ja. Nee, oder? Das ist ja beschiss. Mehr oder weniger. Mach den armen Mann doch nicht so fertig. 170 Kilo. Eieieiei. Okay. Darf ich weitermachen? Jetzt müssen wir nehmen. Da vorne fliegen schon wieder Steine in die Luft nach oben. Wenn ich das richtig sehe. Also mach schon, ja. Sollte ich wieder den Controller nehmen? Aber Vorsicht, bitte nicht stolpern. Naja, ich stolpere nicht. Frage ist, ob wir hier überhaupt richtig sind. Guck mal auf der Karte, nach dem Weg sind. Wir sind ein bisschen abgekommen, ja, vom Weg. Nee, sind wir nicht. Mehr oder weniger. Nur hier geradeaus laufen, am besten so einen Weg. Guck mal, dass wir hier an der Fracht vorbeikommen. Siehst du das? Sollen wir uns einen Weg vielleicht mal einzeichnen? Haben wir noch nicht gemacht. Vielleicht das mal machen. Route einzeichnen. Dann müssen wir hier entlang laufen, weißt du? Hier und dann so. Außenrum, mehr oder weniger. Zurück können wir dann so rumlaufen. Können wir machen, ja. Probier's mal aus. Route einzeichnen. Route einzeichnen, Viereck gedrückt halten und L. Also wir sind hier, warte. So. Ach so, die zieht immer eine gerade Linie. Okay, ne? Würde ich mal so lassen. Ja, musst halt dann nach rechts ein bisschen. Rechts rum ein bisschen anlaufen. Ja. Also gut. Also tendenziell eher rechts rum. Erstmal außen. Halten, ne? Gleich ja, erstmal hier außen rum, oder? Nein. Oder hier hin? Hier Richtung laufen. Ah, ich würde schon sagen, darunter. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oder? Ich glaube, da siehst du die Eichen. Bleiben wir mal. Nehmen wir mal den direkten Weg. Gleichgewicht halten. Mache ich die ganze Zeit. Ich halte die ganze Zeit mein Gleichgewicht. Genau, lass mal eher rechts rum, an der Fracht vorbei. Aha. Genau. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es jetzt demnächst wieder mit GDs abgeht hier. Ja, da unten sind die Sachen schon. Regnet aber auch ständig hier, ne? Mhm.
aufpassen. Bei Wind muss man aufpassen, ich starte auf der Beine, kostet Ausdauer. 90 Kilo jetzt schon. Genau, ganz langsam. Ah, jetzt blinkt da vorne unser gesetztes Wegzeichen, blinkt jetzt da auch rötlich, also das heißt, hier ist ein bisschen gefährlich. Vorsicht. Ich würde hier vielleicht auf dem Seil, lauf oder? Links, da lang laufen, wirklich? Ja. Okay, dann lassen wir das. Haben wir überhaupt ein Seil dabei? Mhm. Aber braucht man hier nicht. Vielleicht wird es ja wieder blau. Es ist ja nur jetzt eine kurze, ein kurzes Stück hier orange. Oh nee. Mach weiter. Jetzt kommen wieder GDs, oder? Ich weiß nicht, was das war. Nein. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen rechts rum zu laufen. Bei den Waffen. Oder hat man jetzt Schaden? Oh? Oh nein. Es geht schon wieder los. Also ich bin geduckt, ja. Ich werde auch geduckt bleiben. Gleich hinten schon. Ich werde wohl hier eher außen rum gehen, ja. Da unten lang. Also noch scheinen GDs nicht so in der Nähe zu sein. Aber ich glaube, wir bewegen uns kontinuierlich darauf zu, ja. Haben wir so eine Granate dabei? Haben wir so eine... Ja, ich... Sammeln das trotzdem ein. Ah, wir haben gewichtstechnisch schon einiges, ne? Sammel das ein. Ich muss vorbeigehen. Ich muss gehen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, stehen zu bleiben. Wir müssen anders lang. Wir müssen. Luft anhalten, Luft anhalten. Halten, damit ich dich nicht wahrnehme. Okay. Nein, geh doch zur Fracht. Ich möchte hier außen rumlaufen. Ich möchte nicht zu der Fracht, weil da sind noch GDs. Ich möchte nicht zu dieser Fracht. Nein, dann habe ich gleich wieder Kacke am Dampfen hier und muss gegen Wale kämpfen. Geh kurz dran vorbei und dann gehst du nach außen rum. Außerdem hast du noch die Granaten. Wo sind die Granaten? Wo ist das? Wo sind die Granaten? Musst du gucken? Da? Ja, vielleicht gehen da oben, guck mal, wo ich bin. Ja, jetzt haben wir wieder ganz... Lange stehen bleiben ist nicht gut. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Scheiße. Nicht diskutieren, immer laufen, immer in Bewegung bleiben. Ist ja nichts. Also ich bin dafür, dass wir Fracht, die zwischen zwei GDs liegt, gerne umgehen würden. Ja, aber die sind immer hier. Das heißt, du kannst hier nichts machen in dem Gebiet. Das kann auch nicht sein. Es gibt vielleicht auch ein paar Sachen, die liegen hier rum und da muss man nicht direkt zwischen zwei GDs durch. Zum Beispiel, und was ist, wenn du jetzt deine Questfracht verloren hast? Lässt du sie auch liegen? Das geht ja nicht. Nur in Bewegung bleiben. Ich denke, man muss immer in Bewegung bleiben.
sitzen, du bist automatisch irgendwann getroffen. Oh, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Ich bin gerade wieder ein bisschen. Okay, Richtung stimmt mal geradeaus. Leichter Rechtseinschlag. Und die GD ist weg. Nee, lauf weiter, lauf weiter. Lauf weiter. Ich Wir haben Energie. Ja, es ist nicht ganz leicht hier, das Gebiet, ne? Wir haben ja ein bisschen Erfolg gehabt. Ich bin keine Ausdauer mehr. Ah, da vorne ist schon das Ziel in Sicht, jedenfalls. Ja, wir unterwegs haben alles verloren. Wir haben überhaupt nichts verloren. Doch, was, was haben wir verloren? Ja, ich kann jetzt gerade das Baby nicht beruhigen, leider. Ich habe keine Zeit, das Baby zu beruhigen. Ich muss hier weg. Jetzt könnten wir es beruhigen. Wie macht man das nochmal? Wie macht man das nochmal, das Baby beruhigen? Ich muss aber nicht stehen bleiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz schlecht. Ich muss immer in Bewegung bleiben. Ich kann das Baby aber auch nicht beruhigen, während ich mich bewege. Aber du bist vorhin ganz oft stehen geblieben oder hast dich geduckt und dann wurdest du angegriffen. Und hast deine ganze Kraft verloren, die wir aufgesammelt haben. Alles weg. Nur noch dieses Stromding und das ist beschädigt. Naja, komm bald weiter. Gib mal das Kind erstmal ein bisschen. So. Es regnet weiterhin los, wird alles kaputt. Jetzt sind wir aber zumindest mal aus dem arg gefährlichen Gebiet hier draußen. Jetzt muss man nicht mehr geduckt laufen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Wracht geprüft. Vielen Dank. Eingriff von Waffen ist verboten. Ich kann mal kurz gucken, wie es aussieht. So, schauen wir uns mal unsere Fracht an, ob die arg beschädigt ist. Ja. Sag's gleich, ja, ich sehe hier nichts. Na hier, guck dir das mal an. 93% sind beschädigt. Ja, machen wir Spray. Ja, und wie? Das weiß ich leider auch nicht, wie man das Spray benutzt. Ist auch beschädigt. Das Spray auch? Oh, ist natürlich doof. Ich denke, die, die Prämisse war unter 50% Schaden. Wir haben ja mal vorgespeichert. Wir sollten auch mal rausfinden, wie das mit dem Spray funktioniert irgendwie. Es muss ja irgendwie gehen. Auswählen, Seite wechseln. Behälterspray. Mit diesem Mittel können Frachtbehälter eingesprüht werden. Benutzen. Du sprichst die ganze Zeit auf dem Rücken. Haben wir denn Stromversorgungseinheit? Ist wieder vollständig hergestellt. Super. Wie hast du es gemacht? Ich darf dann L und R. Also wie man eigentlich alles andere auch macht, ne? Ausrüsten und dann L2, R2, ne? Mhm. Und man muss aber nicht die Seite sich auswählen, die man einsprühen will, oder? Doch? Nach hinten. Nach hinten in dem Fall, okay. Also muss man wissen, wo das beschädigte Zeug hängt. Oh Mann, oh Mann. Ja, das war jetzt ein bisschen stressig.
Aber es ist jetzt alles wieder hergestellt, das ist doch gut. Ja, wir werden schon noch eins zum Abgeben. Hoffentlich ist der Regen jetzt weg, aber ich glaube, es ist immer da. Das Danke. Kann durchaus sein. Mit dieser Einheit sollten wir das Verteilerzentrum über das chirale Netzwerk mit Strom versorgen können. Und vielleicht auch andere Orte. Hoffen wir, dass unsere Elektrizität den UCA hilft. Darf ich mal sehen? Na, nimm doch. Na ja, guck. Unglaublich. Wie hast du das hergeschafft? Kannst du fliegen? Vielleicht können wir irgendwann fliegen. Wäre ja schön. Ja, ich hab Spray benutzt. Okay, awesome. Ungläubigkeit ist in ihren Augen, aber okay. Das war ja nichts. Gut, das nächste Mal darfst du durch GD-Gebiet schleichen, ja? Jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung zum chiralen Netzwerk. Bitte schließ uns an. Netzwerkbandbreite ist begrenzt und jede errichtete Konstruktion beansprucht welche. Doch mit einer steigenden Verbindungsstufe erhöht sich auch die dir zur Verfügung stehende Bandbreite. Sieht schon aus, als hätten wir da noch einiges zu verbinden, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Ne? Das größte Problem der Menschheit, Logistik statt da gerade. Das lösen wir ja gerade. Kannst jetzt TCK verwenden, um Generatoren herzustellen. Wo ist denn TCK? Strom. Stromgeneratoren kann ich mir auch nicht anders vorstellen, ja? Versorgungsanfragen, Brücken links. Den Lieferterminals wurden neue Optionen hinzugefügt. Aufträge annehmen, Standardaufträge liefern, angeforderte Aufträge liefern, Fracht anvertrauen, Garage. Okay, das heißt, da kann man vielleicht auch Fahrzeuge parken. Beziehungsweise so klingt es für mich zumindest. Garage, Fahrzeug parken. Bis jetzt konnten wir ja leider noch keins benutzen. So wirklich. Wir müssen auch endlich etwas beitragen. Danke nochmal. Ja, macht mal. Gehört, dass der Rest deines Teams tot ist. Macht mal die GDs da weg vor der Tür. Du bist eine Ein-Mann-Expedition. Ich hoffe, Amelie geht es so gut wie dir. Ob sie Edge Not City schon erreicht hat? Sie hat uns die Verantwortung für den Windpark übertragen. Ich war bei der Nachhut, Amelie bei der Vorhut. Ich habe sie nie persönlich getroffen, aber es war trotzdem eine Ehre, mit ihr zu reisen. Wenn du sie siehst, kannst du ihr das ruhig sagen, ja? Na klar. Sam, hast du eine Sekunde? Ich weiß, Bibi geht's nicht gut. Experimentiert. Du hattest anscheinend den richtigen Riecher. Nachdem wir im GD-Gebiet eine aerolosierte Probe deines Blutes versprüht haben, ist die Aktivität gesunken. Das ist natürlich kein endgültiges Ergebnis, da wir keine anderen Wiederkehrer für weitere Testläufe haben. Aber es deutet an, dass die Körperflüssigkeiten von Wiederkehrern GDs abwehren. Mama hatte die Idee, diese Theorie mit einer Waffe zu überprüfen. Mhm. Der Prototyp sollte bald fertig sein. Mhm. Würdest du ihn dann für uns testen? Niemals. Sam, doch, natürlich. Das ist die perfekte Gelegenheit. Wir haben fast die gesamte Region ins chirale Netzwerk integriert. Fehlt noch Port Not City. Kehre nach Capital Not City zurück, um Hilfsgüter für Port Not in Empfang zu nehmen. Wenn du dort bist, können wir dir den fertigen Prototyp persönlich geben. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück an den Anfang. Es brechen nur selten Boten zu diesem Windpark auf. Wenn du dort bist, solltest du alle offenen Aufträge annehmen. Warum sollte man mit leeren Händen zurückkommen, wenn es etwas zu tun gibt? Sieh dir das Lieferterminal dort an. Du musst auch nicht durch das GD-Gebiet durch, du Arsch. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. So. Jo. Das machen wir dann im nächsten Video, denn dieses ist an dieser Stelle beendet. War jetzt auch wieder anstrengend genug mit den ganzen GDs. Mal sehen, wie es im nächsten weitergeht. Also wenn wir tatsächlich wieder nach Capital North City zurück müssen, dann ist das ja eine ganze Strecke, die wir zu laufen haben. Beziehungsweise oben rum sieht es vielleicht... Ja gut, wir haben jetzt hier erstmal ein paar Aufträge. Ja, ein paar Aufträge haben wir jetzt hier auch noch zu erledigen. Das heißt, es dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Wird im nächsten Video wahrscheinlich nicht stattfinden. Aber wir werden sehen.
Dann beende ich das Video an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut euch auch das nächste Video natürlich an. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.